Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 26, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE für ein 18. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucksache 19/5730. Das ist die erste Lesung. Dazu darf ich erst einmal dem Kollegen Belinda das Wort einbringen. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Fraktionsübergreifend haben mich die Kolleginnen und Kollegen gebeten, diesen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE für ein 18. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags einzubringen. Ich tue dies hiermit. In der Begründung heißt es, und das darf ich sinngemäß zitieren, trotz der stetig steigenden Komplexität von Themen sowie Termin- und Aufgabenverdichtung, die im Rahmen des Mandats durch die Abgeordneten des Hessischen Landtags zu bewältigen sind, ist die Vergütung der Abgeordnetenmitarbeiter zum letzten Mal mit dem Gesetz vom 28. Juni 1999 geändert worden. Hinzu kommt, und das wissen wir, dass im Geschäftsbereich des Hessischen Landtags der überwiegende Teil der Beschäftigten berechtigt ist, das Landesticket in Anspruch zu nehmen. Es ist daher, und das ist Wesen dieser Änderung, beabsichtigt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten in den Landkreisen, in den Wahlkreisen mit den gleichen Bedingungen auszustatten, wie dies hier in der Verwaltung der Fall ist. Ich bitte daher im Namen der Kolleginnen und Kollegen um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf und stelle gemäß unserer gemeinsamen Absprache gemäß § 14 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung den Antrag, den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung direkt abzustimmen. Für den Fall, dass mein Geschäftsordnungsantrag eine Mehrheit erhält und auch der Gesetzentwurf, den wir hier besprochen haben oder ich hier eingebracht habe, in erster Lesung eine Mehrheit erhält, stelle ich gemäß unserer Absprache zusätzlich bereits gemäß § 14 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung den Antrag, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung überzugehen und auch hier ohne Aussprache über den Gesetzentwurf abzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bellino. Dann stelle ich den Gesetzentwurf in erster Lesung zur Abstimmung. Wer dem zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Bei Enthaltung der Freien Demokraten ist das so angenommen. Damit können wir gemäß dem Antrag des Herrn Bellino nach 14 Absatz 3 der Geschäftsordnung feststellen, dass wir in der zweiten Lesung sind. Dann frage ich Sie, wer in zweiter Lesung diesen Gesetzentwurf annehmen kann. Dem bitte ich das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die FDP. Damit stelle ich fest, dass eine Zweidrittelmehrheit gegeben ist. Halt, das ist erledigt, dass dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen worden ist. So ist es, und damit wird es zum Gesetz erhoben. So, das ist dieses Gesetz.